So, in der Champions League geht es heute weiter und das heißt, der gegnerische Gegner FC Sevilla. Nach diesem Sieg in Salzburg wollen wir es natürlich heute richten. Ja, und da. Ja, im letzten Spiel haben wir das 4-1 gegen Gladbach geholt. Jetzt wollen wir natürlich gegen Sevilla den nächsten Sieg holen. Das ist der große Gegner in der Dings und wenn in der Champions League oder beziehungsweise um Platz 2. Und wenn ich ehrlich bin, wenn die nämlich jetzt, wenn wir das Spiel nämlich jetzt gewinnen gegen die, haben wir 6 Punkte, Bergamo sollte, könnte Salzburg schlagen, dann wäre Sevilla mit 0 Punkten nach 2 Spielen so ein ziemlich unter Zugzwang. Gehen wir mal rein, erstmal in die Pressekonferenz eben schnell. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Natürlich. Gegen Borussia Mönchengladbach alle haben, ja. So, Dankeschön. Das war die große Frage und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel, wie gesagt. Gehen wir rein ins entscheidende Match. Was heißt entscheidend? Es ist, ja, es kann entscheidend sein. Willi ist ein bisschen müde. Dann spielt halt Becker. Dann spielt halt der Becker, wenn er Willi nicht sagt. So, okay, gehen wir rein. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Wir melden uns aus der Arena auf Schalke, liebe Fußballfreunde. Riesenatmosphäre, herzlich willkommen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Schalke 04 gegen FC Sevilla. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Die Nummer 24, Danny Da Costa. So, auf geht's. Geht sofort los, weil der, wie gesagt, Sevilla, das ist ein Gegner, der... Sevilla möchte immer definitiv mal in dieser UEFA Champions League. Genau. Und in dieser Vorrundenpartie können wir gleich mal sehen, wie berechtigt diese Hoffnungen sind. Ja, wie gesagt, sie haben das Spiel verloren gegen Bergamo. Das heißt, wir müssen unsere Partie gewinnen schon mal, damit wir den großen Gegner meiner Meinung nach in der... Das ist doch gefährlich. In der Champions League, damit wir... den großen Gegner schon mal dazu Zugzwang bringen können. Und das wäre es halt, so ein, wenn sie halt mit 0 Punkten starten würden. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Paulinho. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. So, Sevilla will natürlich aber ihre Chance nutzen, weil auch, wie gesagt, sie haben das erste Mal verloren und wollen sich natürlich wieder zurückmelden. Und jetzt gehen sie über die Abseits. Flügel. Abgepfiffen, das war Abseits. Allerdings der Pass nach vorne und nicht das. Die Situation, Arnold. Ne? Arnold, ja. Schalke jetzt überlaufen. Kein Abseits. Halzenberg, an dem man mal. Ne, Klostermann war ich dran. Oh, was macht der denn da?
Lucas Alario. Ah, Lario! Einmal zu viel Platz gelassen. Dieses extreme Forechecking, da haben sie mal wieder gezeigt, wie gut sie das drauf haben. Da kommt die Wiederholung nochmal, wir sehen den Ballverlust, das ist eine Unaufmerksamkeit, der Ball ist weg, die Gefahr ist da, das Tor ist da, haben sie sich selbst zuzuschreiben. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Also 15 Minuten 1-0. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Kyle Walker-Peters. Sevilla über Außen. Suso, der jetzt mit Tempo mal aus was versucht. Und Tor für Sevilla. Becker mit dem Stellungsfehler und Sevilla gleich nach 19 Minuten aus. Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein. Da ist überhaupt keiner. Ja, Becker steht einfach beschissen und Neuer ohne Chance. Avila. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, plötzlich ist leise. Kommt aber auch keiner mal mit. Sevilla bleibt mit zwei Mann drauf, die wissen, was Sache ist. Richter. Oh, Tor! Sevilla Schalke dreht wieder die Partie oder stellt wieder auf 2-1. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Und es ist wieder Lucas Alario. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. So, kann Sevilla nochmal. Und wieder sind die Schalker da. Also, der passt ihn auf den Flügel. Wieder der Fehler da hinten von der Costa. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ach, schön dazwischen gegangen. Da wollte der. Zweiter Spieltag also in der UEFA Champions League. Buschi, man merkt es an der Atmosphäre. Es zählt wirklich jedes Spiel. Richtig, es zählt heute auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Weil nächste Gegner ist Atalanta. Keine leichten Spiele. Du bist zu jeder Sekunde. Jetzt wieder. Oh, hält der Keeper den nach. Ich wollte schön hinten ins lange Eck legen. Ist das Gulaschi? Wäre das gewesen? Ich glaube ja, ne? Ja, du bist auch schon irgendwie 35, 36 sein. Mein neuer ist ja 38. Becker. Die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Den Ball kann er klären. Chance zum Konter jetzt. Konter, Sevilla, aber der kommt nicht an. Lucas Alario. Das könnte die Gelegenheit. Paulinho. Paulinho. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das Tor aus kurzer Distanz hier. Oh, schön den Verteidiger da weggedrückt, weggespielt, wie auch immer. Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. So. Also 2-1, 3-1 jetzt sie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade diesen Gegner hier. Ah, sie verlieren den Ball. Sevilla kriegt den Einwurf. Ja. Nun Oscar. Jetzt der Vorstoß. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Gutes Ding da. Paulinho. Ja, oh, den hat er gesehen, den Richter. Alter, wer, der kommt überhaupt nicht hinterher. Die Chance jetzt. Ein klasse Schuss, da hat er ein bisschen Pech, der geht knapp vorbei. Ja, es ist uns Gulaschi gewesen, tatsächlich im Tor von Sevilla. Ausgabenball.
Tanguy Ndombele. Ja, zweimal. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Ja, ja, das gibt dann Gelb. Juan Jordan. So, Pause. 3 zu 1. So, Salzburg führt dann Bergamo. Das ist natürlich top, wenn die nämlich alle nur 3 Punkte da hätten. Und wir mit 6 Punkten vorne weg, dann haben wir zumindest mal eine kleine Vorentscheidung vorne. Aber, naja, ist es noch 45 Minuten zu spielen, sagen wir mal so. Arnold hat uns tatsächlich die gelbe Karte noch gesehen. Der Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Macht er gut. Arnold! Die Schalke mit dem ausgerechnet der gelb vorbelastete Spieler macht's. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, aber gut gemacht vom Richter da. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Also 4-1 ist schon mal eine Hausnummer. Jetzt war gar nicht zumindest Tottenham mit Paris noch ein vermeintlich schwererer Gegner in der Gruppe. Aber auch die anderen solltest du jetzt heute nicht unterschätzen. Ich will am Ende der Saison den Titel holen und dann werden wir wahrscheinlich mit FIFA beenden. Aber gucken wir mal. Ich denke mal sowas. Weil ich denke mal dann, wenn wir FIFA irgendwann FIFA 22, vielleicht bald FIFA 22 spielen. Und dann müssen wir mal gucken, welcher Mannschaft das. Mit welcher Mannschaft das spielen. Macht er gut hier. Latzer. Und in Kürze steht ha. Die nächste Bundesliga-Partie. Jetzt mal nochmal probieren. Dann geht es auswärts gegen nach Frankfurt. Ja, das wird dann. Klassiker. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. 58. Minute Chance Salario. Ich weiß es doch nicht, ob wir dann FIFA spielen. Gucken. Wie ich Bock drauf habe. Aber vorher muss es ja finanziell passen. Aber da werden wir es nicht mit. Wenn wir es mit Release vielleicht holen erst. Wird das seine Torchance? Aber jetzt erstmal hier bei Sevilla mit Lopez über die Außenbahn, der an den ersten stehen lässt. Da. Und es gibt sogar für uns den Einwurf, den hat er nämlich geholt. Jetzt kommen hier zwei frische Spieler aufs Feld. Maximilian Arnold. Savic. Latzer. Gosens. Ja, schön gemacht, Gosens. Nein, der auch wieder nicht mit. Den hat er gut gelöst, da die Situation. Hat er gut gemacht eigentlich. Sich da umgedreht, frei vom Spieler gestanden. Marcos Lopez. Unaufhaltsam. Ach. Der Angriff könnte was werden. Die bin ich auf Sack. Nicht einfach bei den hat er drei Mann stehen lassen. Der macht richtig Power da unten. Da kostet er. Lucas Alario. Oh, Marco. Richter. Nach wie vor lebt diese Chance. Paulinho. Wie macht der den denn rein? 5 zu 1 für den Titelverteidiger. 6-0 in Salzburg. Jetzt wird man 5-1 in Sevilla. Und 11 Tore in der Champions League geholt. Zuerst der Ball nach hinten. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Paulinhos 5. Champions League-Tor schon. Und wir haben gerade mal, wie gesagt, den 2. Spieltag. So, Doppelwechsel, Dreifachwechsel sogar jetzt bei uns gleich. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Alario raus. Gut wie gelaufen. Dafür neu Johnny Walker drin. Dann haben wir Becker raus für. Tor für Schalke 04. Die Nummer 10.
Becker raus für Akpoguma und die Nummer 6, das ist Arnold raus für ihn neu jetzt drin. Der Herr Geiger. Na gut. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Sehr gute Passquote. Auch der Ball. So, dann haben wir mal die Wechsel kurz eben durch. Hat ein bisschen gedauert. Ich musste gerade überlegen, wen ich ja jetzt gerade gemacht habe. Bockert, schönes Ding. Paulinho, das gibt Minimum Gelb. Rot wird es nicht geben, denke ich mal. Oder sagt der Schiedsrichter, er zieht das nur. Ja, für mich eine harte Entscheidung. Also Gelb wäre es okay gewesen, wenn da noch ein Verteidiger da daneben stand, aber er entscheidet tatsächlich die Notbremse. Weil hier wäre noch ein Verteidiger gewesen. Und damit wäre es für mich nur Gelb gewesen. Glatt Rot für den Kapitän für Sevilla. 81. Minute. Geiger. Da Costa, der heute nicht so den souverän gemacht hat. Partie gemacht hat, immer wieder Fehler drin gehabt hat. Sie wechseln aus. Jetzt der Eckball. Ja. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Da ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel. Das war dann hat übrigens einen Verteidiger gebracht, nochmal für den Stürmer. Avila raus, der Torschütze. Marcos Lopez. Tanguy Ndombele. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Ja, der ist durchaus optimistisch, aber er funktioniert. Der kommt zumindest an Rädern. Das macht er sehr gut. Funktioniert. Wird abgekocht da. Paulinho. Ah! Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. So, Da Costa hat jetzt auch gleich Minimum Geld zumindest verdient, aber es wird nicht mehr passieren. Marcos Lopez. Ja, würde er nicht kriegen, oder hätte ihn zumindest gegeben. 5-1 in Endstand. Man holt sich die nächsten wichtigen Punkte. Ja, Aufgabe auf jeden Fall gelöst. Was heißt Pflichtaufgabe? Es war eine Aufgabe, die sie auf jeden Fall gemeistert haben. Auch in der Höhe verdient gewonnen, weil die Chancen hatten wir. Und dann gucken wir mal aufs Endstandergebnis. Das ist so eine Parallelpartie. Da gewinnen sehen wir gerade, dass Salzburg in Bergamo mit 3-2 gewonnen. Das heißt, wir haben 6 Punkte, alle anderen mit 3. Beziehungsweise Bergamo 3, Salzburg 3 und Sevilla sogar 0. Also die hier stehen jetzt tatsächlich unter Zugzwang. Okay. Und der nächste Gegner ist Eintracht Frankfurt. Das ist ja Tabellen 6. Wenn wir da gewinnen, sind wir da auch schon mal ein paar Punkte weg. Wir wollen natürlich unsere Siegesserie halten. Aber das schaffen, sehen wir dann in der nächsten Folge an.